Bereit für den ersten Tag? Es können gute 18 Wochen werden, wenn wir miteinander arbeiten. Nervös? Aber es können schlechte 18 Wochen werden. Für was habe ich da unterschrieben? Dubia, buona giornata. Buona giornata. Ei. Das kommt gut. Es ist noch gewuselt. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich bin der Oberst im Generalstab Wolfram Werder. Ich bin der Kommandant von der Rettungsschule 75 und vom Waffenplatz Wangen an der Aare-Wiedlisbach. In ca. 5 Stunden rücken die neuen Rekruten ein. Es ist ein besonderer Tag, weil es der Auftakt ist von einer neuen Periode, wo ich als Schulkommandant zusammen mit meinen Mitarbeitenden, zivilen und militärischen Angestellten, wie auch mit dem Milizkader, junge Soldaten kann ausbilden zu Bürgern in Uniform, die ihren Beitrag zur Sicherheit der Schweiz leisten. Es macht mich stolz, dass ich und mein Team Teil davon dürfen sein und so unserem Land dienen können. Hey, ich bin Georgina Mermo. Ich bin heute zuerst mal dabei als Wachmeister und werde verantwortlich sein für das, dass der heutige Tag reibungslos abläuft und bin ja das erste Mal dabei, wenn die Rekruten in Empfang genommen werden. Ja, also wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen nervös, aber ich habe sehr viel Freude, endlich die Rekruten kennenzulernen. So starte ich heute den Tag. Und ja, ich hoffe, dass es gut geht. Ja, hier ist einfach ein bisschen ein Bordell, weil die Jungs, denen ist egal, wie sie aussieht. Ja, das darfst du nicht drauf tun, gell? So, hier ist meine Hütte. Ja, also die Boys lernen immer zu Licht, da regt mich schon ein bisschen auf, muss ich sagen. Ja, also das wäre mein Kamerad Trümpel, sehr guter Kamerad. Der tut mich immer mit Lebensmitteln versorgen, weil ich bin jemand, der sehr viel Hunger hat. Das werden wir hier bei den Rekruten jeden Morgen müssen kontrollieren, dass sie das machen. Und bei uns ist jetzt nicht so streng, aber bei den Rekruten werden wir ziemlich das streng müssen anschauen. Vor allem vor dem Ausgang ist es sehr wichtig, da gibt es immer eine Zimmerkontrolle, dass da alles wirklich nickel, sagen wir, im militärischen Umgangsform. Oder? Es muss nickel sein, es muss perfekt sein. Und dann kommen sie erst in den Ausgang, sonst müssen alle nochmal zurück ins Zimmer. Ja, also demnächst werden wir jetzt anfangen haben, ja, in einer halben Stunde. Und dann wird uns dann wahrscheinlich gesagt, wer was muss vorbereiten. Wir müssen ja dann mit den ganzen Dressierbändern alles machen, die Gänge für die Rekruten. Genau. Oder? Einfach alles vorbereiten für die. Dann haben wir 400 Rekruten. Ja, super, das wird lustig. Oh, viele Aufgaben haben wir als Wachmeister. Ja, vor allem, also, wir haben gelernt in der Unteroffizierschule, es ist wie ein Dreieck. Erziehung, Ausbildung und Führung der Rekruten. Und ja, wir machen eigentlich die ganzen Lektionen mit den Rekruten. Jetzt sind wir nicht mehr die, die geschult werden, sondern wir sind die, die schulen. Also, als ich sie kennengelernt habe, habe ich zuerst mal gedacht, so cool, noch eine andere Frau. So. Sie ist eine mega nette Person, aber strahlt auf jeden Fall auch den Stolz aus von der Schweizer Armee. Ist auch eine mega gute Kameradin, immer fröhlich, immer motiviert. Oh. Yes! Ja, jetzt gehe ich sicher mal einen Kaffee rauslassen. Und dann begrüsse ich Manuel, meinen Stellvertreter. Und dann fangen wir so den Tag an zu planen. Morgen miteinander. Willkommen zum Küchenchef-Rapport vom 15. Januar. Heute Mittag haben wir einen Bestand von 125 Mann, die hier essen. Inklusive Transportkompanie 5. Und heute Morgen geht es schon ab. Haben wir einen Bestand von 672, inklusive die ganzen Rekruten, die einrücken. Also an der Arbeit wird es nicht fehlen heute. Arbeitet konzentriert, erledigt die Aufträge, erledigen, die wir euch gegeben haben. Und dann sind wir sicher auf einem guten Weg. Morgen, Robert. Morgen, Miranda.
gesund und munter. Alle fit. Bereit. Motiviert, das ist ganz wichtig. Sehr gut. Also, morgen miteinander, alles klar, bei euch auch. Ja, tipptopp. Sehen alle gut aus. Gut. Trümpi. Was habt ihr gemacht? So. Habt ihr euren Namen schon zweimal gehört heute Morgen? Ich bin so... Gutzli verteilt? Ja, falschen Ort, falschen Zeitpunkt, falschen Ort. Ja. Aber ist positiv. Ich kann immer Hunger. Ja. Ich weiss, sie hat auch heiß Hunger, das habe ich gesehen. Ich frage sie immer, ob sie genug gegessen hat. Richtig. Gut. Jetzt schon. Ich habe keine Zweifel, ich freue mich drauf. Also, guten Tag. Jetzt rücken Kakado rein. Der Gruppenführer und Zugführer. Das ist am 9. Appell. Schauen wir, ob alle da sind. Das läuft über einen Kompaniekommandanten. Und anschliessend wird auch von eingerichtet, richten wir ein für die ganze Einrückungsorganisation. Ja. Gut, und? Ja, kommt gut, glaube ich. Und wie bist du bereit? Ja, also ziemlich viel haben wir jetzt gefilmt. Also. Ja, gut. Das ist schon gut. Okay. Also erwartest du vom heutigen Tag? Ja, das wird auch schon gefragt worden. Ich hoffe, dass wir einfach den Rekruten das willkommen machen und nicht so, wie ich das hatte. Ja, wie hast du denn gehabt? Ja, also ich bin am zweiten Tag schon angeschrien worden. Also, okay. Das will ich nicht. Ohne Grund? Von mir aus gesehen, nicht sehr berechtigt, ja. Okay, gut. Vom Milizkader? Ja, wie so Wachmeister war. Ja. Okay, also dann machen sie jetzt besser. Ja, ja, wir machen und das. Kommt schon gut, habe ich keine Angst. Tip top. Also, guter Start. Danke. Ja, jetzt gerade warten wir, bis das AV stattfindet, wo wir die nächsten Informationen bekommen. Das ist dann so in einer Minute. Wichtig heute einfach, nehmen die Rekruten an der Wacht. Ne? Also nicht wortwörtlich, aber schauen, dass sie ineinander bleiben. Sonst verlieren wir die Baustelle, ist ein No-Go. Ihr seid höflich zu den Zivilisten, die hier kommen und unsere Rekruten werden. Ihr seid aber auch klar, ihr habt eine klare Linie und ihr habt das militärisch auftreten. Das ist meine Erwartung an euch. Gibt es Fragen? Unklarheiten? Jawohl. Ich frage aber gerne die, die sagen, dort ist man beim Team, um 11:30 sind wir bereit, sie kommen um 11 Uhr beim Mathe-Max Mathe fassen. Vor allem, es gab den Wratza und Mermo, wenn wir den Westen holen und Fünk. Einfach dort das Team. Jetzt habe ich einen sehr guten Eindruck. Es ist eine sehr gute Stimmung. Die Leute sind locker. Sie wissen, dass der erste RS-Tag speziell ist und sie wollen es gut machen und besser machen, als sie es erlebt haben. Und, ich bin sehr zuversichtlich, es gibt einen guten Tag heute. Und das Wetter stimmt auch noch. J'arrive tout de suite, hein? Parce que moi je suis avec vous apparemment. Hast du das Thermo, Liebling? Ja, Thermo und Gladian. Okay, gut. Ja, ich habe das Kaschenzee angelegt, haben wir gedacht, das erste Mal Kaschenzee. Ja, bin ich wichtig einfach, jeder Posten muss besetzt sein, von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr. Motivation sehe ich so ein als ein Problem, weil es wird ganz sicher gewisse Personen geben, die gar keine Lust haben, hier zu sein. Und mit so Leuten zusammenzuarbeiten, wird wahrscheinlich eine Challenge. Es kann gute 18 Wochen werden, wenn wir miteinander arbeiten, aber es können schlechte 18 Wochen werden, wenn sie halt nicht mitmachen und gegen Einwachmeister arbeiten. Und das, ich will dir das einfach von Anfang an klarstellen, dass es gibt ein Zusammenarbeiten, dann können wir es gut haben, aber das, wenn wir gegeneinander arbeiten, dann wird es nicht funktionieren. Wir müssen die Dienstbücher und Marschbefehl kontrollieren von allen. Marschbefehl haben wir nicht. Hast du nicht dabei? Nein. Warum? Mir ist der Eifer verloren gegangen, seit ich gekommen habe. Also wenn der Marschbefehl nicht da ist, müssen die Ski kurz auf die Seite stehen. Und wir begleiten Ski dann nachher, dass wir abklären, warum das nicht mitgenommen worden ist und dass Ski einen neuen verkommen, weil ohne Marschbefehl ist wie man muss zahlen für die Strecke, weil der Marschbefehl ist wie ein Ticket für den Zug. Und wenn sie das nicht mithaben, ist es schwierig.